gesprochen. It is I, Lunafreya, blood of the Oracle. Goddess of the seas, I beseech you, enter into this covenant, that the king might reclaim the stone. Noct, the Hydrian has awoken. The civilians? Almost there. We'll join you when we're done. The Empire has the Hydrian surrounded. Hurry, Noct! I'm on it. Then the rite's already begun. Most likely. Time to lend the Hydrian a hand. See ya! What is this water? Hey! Let's do this. Crap! I know what you must know. That the King of Kings is to drive the darkness from our star. It is in receiving mercy that men offer praise. And in shedding grace that the gods solicit worship. Leviathan! I vow, the king will prove himself worthy. Noct, Prompto is headed your way. What about you guys? We'll wait below. There's only room for two. Noct, jump! What? No time for questions! Ja, ich bin da! Komm, hier. Man! Ah! Go! The hell is this? New ride we borrowed from the Nifts! This'll get us in close! Serious? Here she comes! I got this! I'll get as close as I can! But it's up to you! All right. Won't be long. Hey, nice job finding this baby. The moment I saw her, I knew we'd go places. Not again! Not making this easy. Not. Hold on tight! Dude! Don't let go! Heads up! Can you reach? No!
Katastrophe. Ich verstehe dich nicht. Hey, your power! Give it up! Ach komm, ein bisschen eloquenter, Herzchen. I need your power! Au. Das ist nie. Das ist nicht gerade einfach, wenn hier so eine Beta-Wand ist, eine Alpha-Wand ist. Oh, jetzt ja. Jetzt dann schon. Das geht schon. Hallo. So the only way you'll help me is if I take you down. Bleib da, bleib da, Mädel, bleib da. Oh, Mädel. Now, about that ring. On second thought, you let him have it. And do remind him about the crystal. Oh, Prince, your bride awaits. I will pass the ring to the rightful king. When the prophecy is fulfilled, all enthralled to darkness shall know peace.
sweet. But please, Lady Lunafreya. You first. Gut, er macht den ganzen, wie soll ich sagen, macht diese Reise, diese Abenteuer. Irgendwo damit er, 100 Meter von ihm stirbt. Das habe ich dann gespielt, kurz bevor ich meinen Bruder traf, an Weihnachten. Scheiße, war ich fertig. Durchlauf habe ich bei diesem Kampf geheult. Yeah!
Ich wurde gerügt. CC. Aber die Offensive war A+. Oh Gott. Oh, die Story macht mich immer noch fertig. Das ist so... Meine Fresse, ey. Wie gesagt, 12 Jahre. Nur dafür. Blessed stars of life and light. Noctis. Luna? So, you found your way here. And you found me. A chance to see you once more. Who would have thought? Well, what do you mean? Why wouldn't you see me? Because my prayers have been answered. My calling fulfilled. But that doesn't have to come between us. You are the one, Noctis. The stars shine for you now. That which is yours by right shall be restored to you. Do you remember the flowers of Tenebrae? It seems so long ago. You'll find they await you still, blooming from hill to vale. Will you be there? Would that I could join you. But this moment will have to be enough. It's not right. All I wanted was to save you. When the world falls down around you and hope is lost. When you find yourself alone amid a lightless place. Look to the distance. Know that I am there. And that I watch over you always. Farewell. Dear Noctis. Back with us. Mm.
I'll tell the others. Though it may take a bit. You're hurt. Ah, small sacrifice in the greater battle. And Luna? She has passed. Umbra left that for you. Was denn jetzt bis zum nächsten Punkt? Bis es weitergeht. Momentan bin ich gerade nicht bereit weiterzuspielen. Ich beim letzten Mal habe ich mich mit meinem Bruder getroffen, kam abends spät heim und habe dann noch weitergespielt. Bis mitten in die Nacht. Aber jetzt kann ich gerade nicht. Jetzt ist es. Wenn ich jetzt nicht aufhöre, spiele ich weiter bis mir spät in die Nacht. Und das passt jetzt nicht so wirklich. Deswegen danke, dass ihr dabei wart. Dass ihr mich schon wieder heulen habt hören müssen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Search of the stars. So, we're gonna roll through Tenebrae. Not before visiting the royal tomb at Kartanica. You're sure you're up to that? The wounds have mended. Eyesight's a matter of time. The hell is wrong with you? What? We're not stopping in Tenebrae. You need to grow up and get over it. I am over it. I'm here, aren't I? Maybe when you're not too busy moping, you can look around and give a shit about someone worse off than you. Let go of me. How's that ring fit you? You rather carry it around than wear it? She gave her life so you could do your duty, not so you could sit around feeling sorry for yourself. You don't think I know that? You don't! Ignis took one for you too. And for what? Enough! Gladio. You think you're a king, but you're a coward. Shut up! Don't do this! I get it, all right? I get it! Then get a grip. Pull your head out of your ass already. Knocked! Leave him. Harry sollte echt mal überlegen, was er gerade von ihm verlangt. Aber auf der anderen Seite, ich finde es strange, wie hart er sich über irgendeine Verletzung aufregt. Also hart nicht. Also aufregt.
one step closer to finding the next tomb. Hallo und herzlich willkommen bei Part-Time Insane. Es ist endlich wieder Zeit für Final Fantasy 15. Ich merke immer, wie schlimm ich das Spiel vermisse, wenn ich es dann wieder anfange zu spielen. Ich habe bei Gizmo versucht zu spielen und ohne Ton aufgenommen, deswegen machen wir jetzt das alles nochmal von vorne. Hier hat man sogar Zeug, was rumliegt. Ein Lasersensor. Hier hat man ein Restaurant. Talk. Welcome. What should it be? Es ist karger als die Hauptlandschaft, aber ich habe ja schon wie bei Altisha gesagt, dass hier jetzt ja die lineare Story ist, deswegen du halt weniger Unsinn machen kannst. Aber du kannst essen. Wow. Unglaublich. Wie teuer? 500 Gil. Unglaublich. Oh, Jungs. Nicht so gut drauf, oder? Ja, kann ich verstehen. Ich wusste nicht, dass die hier sitzen. Check. Check. Oh, hier kannst du schlafen. Müssen wir nicht. Wir haben ja erst alles gesammelt. Read. Okay, nee, brauchen wir auch nicht. Ja, schön. Ich mag es nicht sofort zu lesen. Aber hier kommen wir ein bisschen. Oh, das blendet sehr. Schade. Es ist auch schade, dass ich die Aufnahme von Gizmo nicht habe, weil, sorry, seine PS Pro macht so geile Videoaufnahmen in Verbindung mit diesem Spiel. Ich würde es gerne ganz nochmal durchspielen mit der PS4 Pro, um euch das zu zeigen, wie schön das ist. Das ist, weil das muss man dir zu diesem Game auch sagen. Es ist einfach auch nur schön. Also es ist wirklich... Das Design, die Gegend, die Leute, es ist einfach nur schön. Experience.